Hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil meiner Serie C-Programmieren mit der Virtual C-IDE. Heute schauen wir uns die einfache Anwendung von Gleitkommazahlen an. Gleitkommazahlen werden in C mit dem Typ Float für einfache und Double für doppelte Genauigkeit gespeichert. Was bedeutet das? Nun, mit Gleitkommazahlen können gebrochene Zahlen dargestellt werden. Wir verwenden sie dann, wenn der Wertebereich von ganzen Zahlen nicht ausreicht, weil wir zum Beispiel mit Nachkommastellen rechnen möchten, wie zum Beispiel bei Sinus- oder Cosinusfunktionen, die zwischen minus 1 und 1 gültig sind. Die Besonderheit bei Gleitkommazahlen ist, dass sie eigentlich in binärer Exponentialdarstellung gespeichert werden. Das heißt, ihr Wertebereich ist viel größer als bei den ganzen Zahlen. Allerdings werden eben nur eine begrenzte Anzahl an Ziffern tatsächlich gespeichert. Mit Ausnahme der Zahl 0 werden tatsächlich die Zahlen 1 bis 1,9999 gespeichert und können dank des Exponenten im Dualsystem frei verschoben werden. Für Float ergibt sich damit ein Wertebereich von ungefähr plus minus 10 hoch 38, für Double ein Wertebereich von plus minus 10 hoch 308. Allerdings werden natürlich nicht alle Ziffern dabei gespeichert. Float-Zahlen sind in der Regel Näherungen von etwa 6 bis 7 Dezimalziffern und für Double werden etwa 15 bis 16 Ziffern genau gespeichert. Wir werden gleich noch sehen, wie ungenau Float ist. Ihr habt das vielleicht auch schon mal erlebt, wenn ihr in einem 3D-Spiel durch eine Wand geglitscht seid, weil beim näher Herangehen sich eine Lücke aufgetan hat. Das ist meistens auf die Ungenauigkeit von Float zurückzuführen. Warum verwenden wir also überhaupt Float? Nun, ganz einfach, weil Float nur 4 Bytes Speicher benötigt und auf einigen Systemen sehr viel schneller als Double verarbeitet wird. Double benötigt tatsächlich nämlich 8 Bytes zur Speicherung. Dennoch würde ich auf einem Desktop-System in der Regel immer mit Double arbeiten und gar nicht den Typ Float groß verwenden. Bleiben wir beim Thema Ungenauigkeiten und schauen uns ein einfaches Beispiel an, das zeigt, für was Sie Float niemals verwenden würden. Wir schreiben ein kurzes Programm, was von 0 bis 1 in Zehntelschritten hochzählt. Wir kennen ja bereits die Zählerschleife vor Float f ist gleich 0. Solange das f ungleich 1 ist, zählen wir f mit der Kurzanweisung plus gleich 0,1f hoch. Und wir geben jeden Schritt aus mit printf. Das ist der Platzhalter %f und wir wollen auf eine Stelle nach dem Komma ausgeben, also .1f, .f und ich mache noch Leerzeichen dahinter, dass wir die Zahlen unterscheiden können. So, wir übersetzen und wir starten unser Programm. Wow, was ist da passiert? Wir haben erwartet, dass eben 0 bis 1 gezählt wird. Ich scroll mal die Ausgabe ein bisschen zurück. Wir sehen, die Ausgabe ist korrekt, allerdings hätten wir erwartet, dass 1.0 gar nicht mehr ausgegeben wird. Was ist passiert? Wir sollten das Programm mal debuggen. Ich unterteile die Vorschleife, dann lässt sich das Ganze besser sehen. Wenn wir das Programm starten, sehen wir auf dem Stack, erst wird F0 gesetzt, es wird geprüft, es ist nicht 1, es wird ausgegeben. Wir erhöhen f um 0,1 und jetzt erkennen wir in der Darstellung der Variable f, dass im Speicher die 0,1 nicht korrekt dargestellt werden kann. 0,1 wäre eine Bitperiode 1100. Man erkennt es an diesem C hier in der Darstellung der Gleitkommazahl und das letzte Bit wurde aufgerundet. Wir haben hier ein D stehen. Das heißt, die Zahl, die aufaddiert wurde, ist eigentlich um ein Bit falsch. Trotzdem sehen wir in der Ausgabe korrekt die 0,1, weil wir auf eine Stelle ausgeben und printf rundet. Wenn wir dann hochlaufen, erkennen wir während dem Weiterzählen, dass sich dieser kleine Fehler immer mal wieder durchsetzt. Also wir sind jetzt hier schon auf dem CE statt dem CD. Wir erreichen jetzt die 0,9 und würden jetzt im nächsten Schritt eben die 1,0 erreichen. Wir erkennen auf der Speicherdarstellung, dass wir um genau ein Bit falsch sind. Und diese
1,0 hat nichts mit dieser 1,0 hier auf dieser Seite zu tun. Deswegen läuft unser Programm weiter. Wir könnten das Gleiche auch mit Double durchführen. Wir würden auf das gleiche Problem stoßen. Man sieht das ganz schön, wenn wir die Ausgabe der Stellen erhöhen. Wir haben gehört, dass wir 6 Stellen genau ausgeben können. Das heißt, wenn ich auf 7 Stellen die Gleitkommazahl mir ausgeben lasse, sehen wir am Anfang die 0. Wir sehen noch korrekt die 0,01, 2, 3 und sehen jetzt bei der 0,8, dass hier bereits auch die Ausgabe der Dezimalzahl um eine Stelle falsch ist. Wir erkennen, dass unser 1 eben nicht 1,0, sondern noch hinten etwas nach dem Komma nachschiebt. Wir können das Gleiche auch mit Double beobachten. Allerdings ändere ich das Zählen um tatsächlich 0,1 vom Typ Double. Und wir sollten natürlich mehr Stellen ausgeben, dass wir den Fehler auch beobachten können in der Ausgabe. Wenn ich das Programm starte, unsere Variable braucht jetzt mehr Speicher, dann sieht man auch hier beim Hochzählen, es wird bereits hier hinten aufgerundet. Wir haben jetzt hier die 9, also das 1,1 ist ein bisschen verschoben. Wir kriegen die Ausgabe erst korrekt und sehen schon hier bei der 3 gab es schon den ersten Fehler. 7 ist wieder korrekt, die 8 wird gar nicht ganz erreicht. Die 9 sieht wieder gut aus und unsere 1,0 ist eben auch nicht ganz erreicht. Auch hier würde das zu einer Endlosschleife führen, würden also weiterzählen. Wir merken uns also, dass wir Gleitkomma-Variablen in Zählerschleifen nicht verwenden sollten. Das würde uns auch der Compiler melden, wenn wir unsere statische Analyse anschalten und das Ganze nochmal übersetzen. Dann kriegen wir an der Stelle den Fehlerhinweis, dass eine Gleitkommazahl nicht als Zählervariable eingesetzt werden soll. Ein schönes Beispiel für die Anwendung von Float ist die Berechnung der Quadratwurzel nach der Newton-Iteration. Wir werden ein paar mathematische Funktionen verwenden, deswegen binden wir die mathematische Bibliothek ein mit dem Header maß.h. Nun zunächst geben wir eine kleine Ausgabe an den Benutzer oder die Benutzerin aus. Berechnung der Quadratwurzel. Und fordern zur Eingabe des Radikants auf. Wir legen dafür eine Variable R an, initialisieren sie mit 0 und lesen mit Hilfe von scanf in die Variable R ein. Das ist hier der Platzhalter F und das Kaufmanns und nicht vergessen. Als nächstes fragen wir einen Startwert für unsere Näherung. Ab, Startwert. Wir nennen diesen S, initialisieren mit 0 und lesen auch wieder mit scanf. Zuletzt fragen wir noch nach der Genauigkeit. Das ist der Minimalwert, der von unserem realen Ergebnis abweichen darf. Wir legen uns dafür eine Variable e für Epsilon an und lesen das Epsilon mit scanf ein. So, wir formulieren eine Schleife und wiederholen, solange das Ziel ist, solange unser Startwert noch nicht der Wurzel entspricht. Wir lösen das ganz einfach, indem wir den Startwert quadrieren, also pau f ist die Powerfunktion, das s im Quadrat. Und wenn wir davon unseren Radikanten abziehen, dann sollte das natürlich ungefähr 0 geben. Wenn das größer als unser e ist, dann wiederholen wir. Jetzt müssen wir noch aufpassen, so eine Subtraktion kann natürlich auch bei Ungenauigkeit negativ werden. Das heißt, ich verwende die Betragsfunktion fabs für float. Ich
berechne also den Betrag dieser Differenz. Der muss größer als die Genauigkeit sein, damit die Berechnung fortgesetzt wird. Wie schaut jetzt die Berechnung aus? Das ist ganz einfach. Unser neuer Startwert ist der Mittelwert aus dem alten Startwert. Ich nehme also 0,5 mal den alten Startwert plus den Bruch unserer Radikant durch unseren Startwert. Das war auch schon die ganze Berechnung. Ich gebe in der Schleife noch den aktuellen Näherungswert aus. Ich lege mir dazu gleich noch eine Variable an, dann habe ich einen Zähler, also die Ente-Näherung auf 7 Stellen. Ich nehme die Variable i plus plus i und unser Näherungswert s und lege mir die Variable i noch an und initialisiere sie mit 0. Durch das Hochzählen plus plus i wird die Variable erst hochgezählt, dann ausgegeben. Das heißt, die Ausgabe erfolgt erst ab der 1. Ja, und nach der Schleife gebe ich noch das Ergebnis aus. Printf die Wurzel von %f ist %7f, unser r und das s. Wenn wir das Programm starten, zum Beispiel die Wurzel von 2, Startwert ist 1, die Genauigkeit ist 10 hoch minus 6, dann sehen wir, dass wir bereits nach 4 Durchlaufen ein sehr adäquates Ergebnis haben. Es entspricht also, das Quadrat davon weicht also nur um kleiner 10 hoch minus 6 von der gesuchten Zahl ab. Da das Newton-Verfahren sehr schnell konvergiert und wir auch mit relativ ähnlich großen Zahlen immer zu tun haben, ist das Verfahren sehr gut für Float geeignet. Das heißt, Wurzel von 81 beispielsweise mal 10 hoch minus 6 wird absolut korrekt gelöst. Es kommt die Zahl 9 exakt raus, was man hier im Speicherfenster auch sieht. Wenn ich allerdings die Genauigkeit erhöhe, also zum Beispiel die Wurzel von 2, 1, 10 hoch minus 7, dann landen wir wieder in einer Endlosschleife. Wie aus dem und dem vorigen Beispiel hervorgeht, macht ein direkter Vergleich von Gleitkommazahlen natürlich wenig Sinn. Anstatt a ist gleich b, prüfen wir den Betrag der Differenz gegen ein Epsilon, Float Epsilon bei Float und Double Epsilon bei Double. Auch der Vergleich mit 0 ist wenig sinnführend. Wir vergleichen, ob die Variable kleiner im Betrag einem Epsilon, also nahe der 0 ist, also wieder für Float und für Double. Die Konstanten findet man in der Header-Datei float.h. Ja, und zum Glück müssen wir nicht aufwendig in C die Wurzelfunktion programmieren. Sie ist in maß.h schon enthalten. Die Funktionen, die wir kennengelernt haben, sind die Betragsfunktion oder die Powerfunktion und sqrt ist dann noch die Wurzelfunktion. Ja, weitere Funktionen aus der maß.h-Bibliothek lernen wir kennen, wenn wir uns mit der Grafikprogrammierung in C beschäftigen. Das war diesmal viel Stoff. Zur Übung empfehle ich euch das letzte Beispiel, die Newton-Iteration von Float auf Double umzuprogrammieren und mal zu schauen, wie genau denn mit doppelter Genauigkeit die Wurzel von 2 zum Beispiel berechnet wird. Aber Achtung, während printf die Gleitkommatypen Float und Double mit dem Platzhalter %f ausgibt, muss scanf wissen, ob 4 oder 8 Bytes gelesen werden sollen. Daher wird Double bei scanf mit dem Platzhalter %lf gelesen und Float nur mit %f. Ihr könnt gerne auch das Beispiel aus dem vierten Teil, die Mittelwertberechnung, nochmal für Gleitkommazahlen umschreiben. Das vereinfacht sich natürlich erheblich, weil nicht mit Nachkommastellen explizit noch gerechnet werden muss. Viel Spaß weiterhin mit C und der Virtual C IDE und bis zum nächsten Mal.